vom Food Fasertai, my pet. Vom Food Fasertai, my pet. Entschuldige, junge Frau, dass ich Sie hier so öffentlich. Mein Name ist Techtmeier, ist angenehm. Ich hätte Sie eine Mitteilung zu machen. Vom Food Fasertai, my pen. Ja, siehst du? Junge, da staunen Sie. Man kommt hier so einfach ein Herr aus Deutschland und spricht so ganz selbstverständlich vom Food Fasertai, my pen. Wie doch nicht? Vom Food Fasertai, my pen. Ja, nun, das ist ja ein Ding, ne? Ist von hier weg, stammt aus der Gegend und versteht die eigene Sprache nicht. Das habe ich aber nur wirklich fließend auswendig gelernt. Vom Food Fasertai Mai Pen. Das heißt auf Deutsch, ich spreche kein Thailändisch. Ja, Sie wissen ja gar nicht, was Sie für ein Schwein gehabt haben, dass ich jetzt überhaupt hier bin. Denn ehrlich, weil wie ich diesen Urlaub unterschreiben lassen wollte in der Firma, nicht bei dem blöden Kapelzig, nicht unseren Abteilungsleiter. Nee, hieß es, im Moment hätten wir so viele Aufträge, da würde er auch die mieseste Krücke noch brauchen. Ja. Naja. Ich erstmal beim Betriebsrat, nicht, und dann beim Alten persönlich. Nicht, aber der auch, ja, ich könnte noch genauso gut in 4 Wochen fahren. Nein, ich sag, das geht nicht. Weil das eine Gruppenreise ist, die eigentlich schon voll war. Nicht? Und sensationell preisgünstig. Nicht? Und da könnte ich nur ausnahmsweise für einen Besoffener einspringen. Ich, weil der hatte nach seinem Unfall wohl noch etwas Alkohol an seinem Steuer. Nicht? Und der musste ausgerechnet jetzt absitzen, wo gerade der Fluch losgehen sollte. Nicht? Und dadurch könnte ich für einen Apfel und ein Ei in diesen Bangkok. Bangkok, sagt der Alte, und sieh, da machte der auf einmal ein Gesicht, als wenn Bangkok was zum Essen wäre. Nicht? Fuhr er sich so mit der Zunge über den Lippen. Ich sag da, ja, was wollen Sie denn? Kriegt er vielleicht also Augen, so ein richtig feuchter Glanz da drin. Ich sag da, was wollen Sie denn auch ausgerechnet in Bangkok? Ich sag, ja, was will man in Bangkok, nicht? Ist ja eigentlich klar, ne? Mal so gucken. Ja, grinst er so? Sagt er nur gucken oder auch richtig? Ja. Ja, ich sag richtig auch, ne? Ich meine, so gut ich das kann in die 14 Tage, ne? Nicht, aber, ach, da meinte er, da soll ich mir keine Sorgen machen, ne? Und bot er mir erstmal Platz an, da sagt er, ich brauchte nicht denken, da wären in Bangkok, da wären schon die älteste Knaben wieder munter geworden. Nicht, und was denn unsere Mama dazu sagen täte? Ich sag, ja, die käme ja nicht mit. Und das fand er dann auch sehr richtig. Ich sagte, er wird ja auch nicht eine eigene Bierpulle mitnehmen, wenn er zum Sektfrühstück eingeladen wäre. Naja, wusste ich zwar nicht genau, was er damit meinte, aber wenn man Urlaub haben will, ist ja immer besser, wenn er recht hat. Ne? Und dann sagt er so, ah, Bangkok, das soll ja ungeheuer sein, da gäbe es sogar 13-jährige Chinesinnen. Jawohl, sage ich, ist klar, nicht? Also, Chinesinnen gibt es ja häufig in Asien. Nicht? Und die 13-Jährigen, nicht? Das wird höchstwahrscheinlich der Jahrgang 61, 62 sein. Nicht? Und meine auch am liebsten käme er gleich mit, nicht? Weil das ja auch alles da viel billiger wäre wie in Düsseldorf. Und täte man nicht immer so viele Bekannte treffen. Ich sag, jawohl, Chef, ist denn der Urlaub genehmigt? Ja, sagt er, aber nur unter einer Bedingung, dass ich ihm hinterher müsste ich ihm genau erzählen, wie alles gewesen war. In alle Einzelheiten. Ich sollte ruhig an meine Arbeitszeit so eine Stunde raufkommen bei ihm. Und sollte aufpassen, dass ich mir keine Kriegsverletzung hole. Ich da nicht. Nicht noch mit goldenen, verwundeten Abzeichen nach Haus käme, und da kichert er sich am Tod bei. Ne? Naja, ich schön mitgelacht und dann hatte ich meinen Urlaubszettel, ja. Und jetzt stehe ich hier, ne, und bin aber ganz schön angeschmiert.
Die anderen tun sich amüsieren. Und ich kann für meinen Arbeitgeber alle Einzelheiten. Und die erste ist, dass, ne, ehrlich Sie, also dass diese Thailänder das höflichste Volk der Erde sind. Das merken Sie schon am Flugplatz. Da haben sogar der Gepäckträger alle auf der Jacke stehen, bitte kein Trinkgeld. Und ich meine, wenn man so höflich in mich hineinruft, nicht, dann schalle ich ja genauso wieder heraus. Ne? Ja. Der Junge hat meinen Koffer geastet, nicht, und ich habe ihm dafür seinen Wunsch erfüllt, nichts mehr gegeben. Ne? Ja. Da hat er sich auch so drüber gefreut. Ne? Guckt er mich so nachdenklich im Gesicht. Und dann fragt er, Massage? Also Sie, der Mann hat dann auf einen Blick erkannt, wo mich der Schuh drückt. Nämlich in der Schulter, nicht? Das Glieder reißen, nicht? Und da hat er unser Dr. Koppenströter 3 Jahre für gebraucht. Ne? Und dann erkennt hier so ein Mann des Volkes nur mit der Augendiagnose. Naja, nun wollte ich mir natürlich nicht von erstem besten Gepäckträger da durchkneten lassen. Und deshalb sage ich, jawohl, bitteschön, danke, nein. Weil ich ja auch erstmal das Klima probieren wollte, nämlich Sie, wenn Sie hier aus diesem tiefgekühlten Flugplatz rauskommen, Junge, das schlägt Ihnen aber entgegen wie so ein feuchtwarmen Umschlag. Ja, und dann bin ich auch nicht für die Gesundheit hier, sondern für einen Urlaub und natürlich für die Einzelheiten. Ja, jetzt Bangkok selbst, nicht ich so. Als wenn einer die Stadt genommen, an den Küchentisch gelegt und so mit Nudelholz breit gerollert nach alle Richtungen. Und deshalb liegen die Einzelheiten auch alle ganz weit voneinander entfernt. Und wer die Stadt mit den Füßen begucken will, Junge, der ist aber nach Fahrstuhl wirklich reif für eine Passage. Und zwar eine Beine. Ich habe das selber ausprobiert, nur mal diesen berühmten Marmortempel zu finden. Hatte mir einer gesagt, weil ich ja auch diese eingeborenen Schrift nicht so ganz gut lesen kann. Am besten könnte man sich an diese riesige Kinoreklame zurechtfinden, die hier überall rumhängen. Ich soll am besten aus dem Hotel raus, nicht bis zu so einer Gräfin Dracula, die da mit ihren Vampirzähnen zugange ist, genau neben Adam und Eva. Die sollte ich links liegen lassen, bis zu Burt Lancaster, nicht, der da so ein Mädchen ganz in Tonbänder eingewickelt hat. Nicht, und da um die Ecke rum, da tät der Anthony Quinn so ganz traurig gucken. Nicht, und soll ich in die Richtung von die Leiche, die vor denen liegt, da käme ich an 2 Riesenohren. Und dann brauchte ich nur noch das rechte Ohrläppchen über den linken raus verlängern. Ja, und auf die Tour bin ich hier direkt zum Bahnhof gekommen. Da die natürlich für jeden Film mehr Plakate hinhängen. Nicht so ein Heidi. Da kann ich jetzt meinem Chef von Schienenverkehr was erzählen. Da wird der Spaß haben. Ja, dann wollte ich mit der Taxi wieder zurück. Was mir aber auch weitestgehend oder weitestgehend, ne, ist mir das in die Hose gegangen. Weil sie ja mit so einem Fahrer den Fahrpreis vorher aushandeln müssen. Wofür meine Beherrschung der Landessprache doch wohl nicht so ganz schön genug war. Ich habe mir gefragt, ob er vielleicht Englisch kann. Nee. Ich sag, da sind wir wieder quitt. Ich nämlich auch nicht. Da konnte ich sagen, was ich wollte. Der verstand immer nur Massage. Nee, und da wollte er mich hinbringen. Und sieh, da war ich dann so leid. Ich bin hinten an der Kiosk. Ich hab mir hier so Karte gekauft mit so einem Tempel drauf. Den Herr hier gezeigt, der mit dem Finger auf mich. Ich mit dem Backen so seinen Auspuff nachgemacht. Und jetzt will er mich mit seiner 2-schläfrigen Lambretta hier, dass wir wenigstens noch eine Religion abhaken können. Ah.
Also mal, die wichtigste Einzelheit an Buddhismus ist etwas, das leider kein Arzt bei sich hat. Ein Schuhanzieher. Weil, wenn sie aus dem dritten Tempel rauskommen, bei der Hitze, nicht, dann kommen sie aber in ihre Treter nicht mehr rein. Ja, ich kann die Herrschaften auch verstehen, dass die einen mit den Straßenstiefeln hier nicht reinlassen, in so schöne Kirchen. Dabei sind die noch nicht mal alt hier in Bangkok. Also die sind richtige Teenager gegen unser Kölner Dom. Ich glaube, 200 Jahre sind die Ältesten erst. Nicht, und die Jüngsten noch von jetzt nach dem letzten Krieg. Nicht, und trotzdem sehen die hier nicht so bescheuert aus wie bei uns. Junge, du ehrlich, das sollten unsere Architekten mit ihren schiefen Gasometer, nicht so ein Nierentisch als Dach, die sollte man das mal zeigen, ne? Kunst kann auch hübsch sein. Man muss bloß wollen. Ach, du Mistding, siehst du jetzt? Ah, Mann, ausgerechnet in so einem Höhepunkt des Lebens reißt mir der Schnürsenkel. Und dafür kommt man hierher. Oh, wenn ich jetzt im Knoten denke, komme ich aus den Latschen überhaupt nicht mehr raus. So, ja. Ist egal. Tempel habe ich eigentlich schon genug gesehen. Ich, wenn ich noch zwei, drei dazu lüge, ich kann mein Chef das ja auch nicht so genau kontrollieren. Ja, und diese Einzelheit ist vielleicht die wichtigste Vorschrift für den Touristen hier. Muss man extra morgens noch vorn aufwachen für aufstehen und dann, also, wie gesagt, nicht, darf man sich es nicht entgehen lassen. Zuerst mal wälzt sich da so der Menang in sein Bett, nicht, wenn man da drüber fährt, kurz nach 7 Uhr früh. Und dann fährt man in ein wunderbares Bild hinein, was sie bei uns ja eigentlich nur Millionäre leisten können. Wie alle Häuser mit Seegrundstücke, einem eigenen Bootssteg, fährt man an Handwerker vorbei, so Konsumläden, Wohnhäuser, alles offen für zum Reingucken. Und ja, dazwischen immer die malerische Farbtupfer von den bunten Touristenhemden. Und die werden dann alle auf einen Haufen gekarrt und muss man sich hier an Land ergießen. Und ist jetzt auf dem einmaligen schwimmenden Markt. Da soll man sich jetzt vielleicht Andenken kaufen oder kann sich mit einem Elefant fotografieren lassen, was das Herz begehrt. Und dann, ja, also sticht man wieder im Kanalwasser rein. Ja, nun werden Sie vielleicht fragen, warum das morgens so früh sein muss. Will ich Ihnen erklären. Weil das die Zeit ist, wo die Herrschaften hier gerade aufstehen. Und da kann man als hygienischer Ausländer natürlich wunderbare Einzelheiten bei Spitz kriegen. Wie sich die Leute hier zum Beispiel waschen tun. Erst den Körper mit Seife sauber machen. Und dann schmieren sie sich mit dieser Drecksjauche wieder ein. Sie tun sogar Zähne putzen in diese Suppe. Sie polieren sie hier den Karies mit Bakterien. Ich würde aber, sie, wenn man sowas sieht, dann ist man als Deutscher aber ganz schön stolz darauf, dass man ein Kulturvolk ist. Wenn ich jedenfalls noch keine Reisegesellschaft bei uns in der Küche lassen, wenn ich gerade am Spülstein im Unterhemd und bin mir da den Hals am Waschen. Dankeschön. Was ist das überhaupt? Hör mal, kennt ihr Mostre hier? Senf? War nicht? Na ja, nee, da lass ich ihn weg. Ich weil, Mostrich ist ja immer ein Vorteil, wenn man nicht weiß, was man sich bestellt hat. Dann kann man den Geschmack hinterher noch mit reparieren, wenn man genügend von nimmt. Nun soll ja das thailändische Essen... Junge, ich bin doch kein Feuerlucker! Mandarin ja mehr Gewürze in ein Schüssel können wie unsere Mama in 10 Jahren verbrauchen. Deshalb ist doch besser, wenn man mit seinem Gaumen lieber in ein abendländisches Restaurant geht, nicht, und so wieder Schnitzel zumutet. Denn sind ja die Restaurants hier auch so eiskalt, nicht, bei die Hitze draußen. Was, wenn man sich erstmal ausgenießt hat, nicht, dann ist das Essen schon so labberig, dass man das noch nachwürzen muss. Ja, was das dann? Junge,
Das muss an dem Eisventilator liegen. Hier unten. Warte mal. Sie sind getroffen. Diese Katzen, die sich schön merken. Die im Tiefkühlgaststätten immer nur neben den Teller würzen. Scheiße. Dann möchte man hier in Bangkok natürlich auch mal was erleben, wo man als Mann so ein bisschen seinen Spaß dran hat. Sicher, ja, das kann man zu Hause auch, aber andere Länder, andere Sitten. Und ich kann Ihnen sagen, es ist hier in Asien so hundertprozentig anders und auch verschieden von alles, was ich bisher in dieser Beziehung mitgekriegt habe. Besonders diese Leidenschaftlichkeit. So eine Leidenschaftlichkeit gibt es ja vor allem bei diesen Thai-Boxen. Nicht, das fängt an mit so einer, wie sagt man so, kulturelle Handlung. Die führen die beiden Gegner schon mal klein Tänzchen auf und beten sie dabei. Wie der eine sagt meinetwegen, lieber Gott, ich brauche unbedingt eine Siegerprämie. Wir sind schon wieder mit Raten im Rückstand. Wie und der andere vielleicht, bloß keine Leberhaken, bloß keine Leberhaken. Nicht denn sagte der Schiedsrichter nochmal Bescheid, dass sie aufeinander hauen sollen und nicht auf ihm. Wie unten legen die los und machen sich vielleicht fertig, wie bei uns Fußballspieler, die überall hintreten, wo es möglich ist und wo besonders schön wehtut. Diese Begeisterung. Und jetzt soll mir noch mal einer sagen, dass die Asiaten nur vorne lächeln könnten und hinten kein Herz hätten. Nun stehen ja die meisten Touristen hier unter einem gewissen Druck, nicht? Oder Zeitdruck, kann man fast sagen. Weil, wenn die eine Woche Thailand gemietet haben, dann sind das ja nur 3 Tage Bangkok. Nicht? Und der Rest ist an der Küste für den Sonnenbrand zu holen, damit der Fluchpreis wieder reinkommt. Und damit die nur trotzdem nichts verpassen, was Land und Leute so auf der Pfanne haben, wie kann man die ganze Kultur des Landes hier in 2 Stunden, wie kann man das alles runterreißen? Wie kann man Elefanten reiten? Denn gibt es einen Zirkus? Ja, denn kommt sogenannter Klassentanz, wird durch Lautsprecher angesagt, auch in Deutsch, dass jede Bewegung der Damen keine Bewegung bedeutet, sondern ein Sinn ist. Oder ne, also eine Vorschrift darstellt, also nicht wie bei uns, ein, zwei Wechselschritt und ran an der Dame, sondern jede Bewegung bedeutet, was die Vorfahren machen würden, wenn sie noch könnten. Und ja, weil die deshalb bei jedem Schritt nachdenken müssen, kriegen sie natürlich kein Tempo drauf und wirkt das Ganze so ein bisschen lahmarschig. Ist so wie bei unserem Fußball, nicht? Die Tore, wenn die wiederholt werden im Fernseher. Ja, denn kommt also mehr der Unterhaltungsteil. Lassen sie so 2 Hühner aufeinander los, die sich da ein bisschen piesacken. Dann kommt ein Schwertkampf, wo die sich aber auch nichts mehr tun. Eine Sadistengruppe ist am Arbeiten. Die probieren, ob sie den Tänzer vielleicht schon mal die Füße einklemmen könnten mit ihren Teppichstangen. Aber die, ach Junge, die hupfen immer zur Seite, nicht? Und sind nicht zu kriegen. Ja, und am Schluss gibt es dann eine kleine Tanzstunde für uns Zuschauer. Wird mal ein paar Runden lang eingeweiht in die Geheimnisse des Landes. Damit man so ein bisschen do yourself, nicht? Aber wie ein als Asiate zumute ist. Wenn ich damit fertig war, wieder einer, ob ich nun nach der Kultur nicht noch eine kleine Massage mitnehmen möchte, für 30 Mark. Und wieder so freundlich, nicht, dass ich mit der gleichen Höflichkeit zurückschlagen musste. Ich sage, lieber Freund, von mir aus herzlich gerne, nicht wahr?
mein Schulterreisen ist nicht besser geworden, wirklich nicht. Aber wenn ich das mache, ich denke, kriegt ihr doch den Malessen. Ich gucke sie mal. Ich bin doch in Behandlung, in Gelsenkirchen bei Dr. Kortensteuerter. Nicht zu Hause kriege ich die Massage in Knappschaftskrankenhaus, bei Fräulein König. Da liegt mein Behandlungsschein. Jetzt müsste der Kortensteuerter einen zweiten ausstellen. Der muss von der Kasse genehmigt werden. Wird aber nur, wenn wir hier jemand eine Dringlichkeit bescheinigt. Also, nichts gegen eure heilende Hände, aber ihr macht euch unglücklich, wenn ihr mich massieren tätet. Das kann jahrelang dauern, bis ihr die 30 Mark kriegt. Und bitte, bitte sagen Sie das alle Ihre Landsleute. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich hier aber am letzten Drücker noch eine Einzelheit erlebt. Wie ist mir das in den Knochen? Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich das meinem Chef überhaupt erzählen soll. Ich meine, ich habe es durchgestanden, aber meine Gefühle, da kriege ich doch noch ganz schön am Zahnfleisch. Und zwar wollte ich mir hier noch mal ganz friedlich so ein Bier mit Fleischeinlage probieren. Ich meine, so doll ist das auch nicht, diese zappelnde Augenweide da am Tresen. Die müssen aber ganz schwer malochen, die gehören nicht aber reizen. Deshalb sage ich auch für den einen Herrn neben mir, ich sage, jetzt stellen Sie mal vor, wir hätten bei uns in Deutschland keine Lehrstellen. Ich und Ihre Tochter müsste so vor der Gastarbeiter abwackeln, bloß, dass Sie sonntags eine Zigarre leisten können. Da wurde er vielleicht sauer auf mich, sagte, seine Tochter wäre anständig erzogen, die tät sowas niemals. Außerdem wäre sie viel zu dick für. Und ich hätte ihm jetzt den ganzen Appetit versaut. Nur hau da ab. Und da passiert es. Woher die kam? Ich weiß es nicht. Plötzlich war sie da. Ich mit so wunderschönen Augen im Gesicht. Und da guckte sie vielleicht. Gucken Sie mich mit an, aber mit Blicken. Die gingen so am Herzen. Ich kriegte gleich Blut davon. Dann setzte sie sich so neben mir hinter diesen kleinen Tischchen und wieder dieses Angucken und dann huschte so ein Lächeln um ihre Mundwinkel, so was Wunderbares. Ich kriegte gleich einen ganz trockenen Hals von. Aber ehrlich, sie, so was habe ich bis jetzt doch nur in Romanhefte erlebt. Nicht, dass zwei wildfremde Menschen aufeinander prallen, nicht, und plötzlich ein Blick und Bums. Weiß man, jetzt hat Amor mit der Panzerfaust. Ich bekam sie mit diesen niedlichen Händchen, ich krabbelte sie mir so an der Armbanduhr lang, sagt sie, du Neckelmann? Mir wäre beinahe das Wort in den Hals stecken geblieben. Ich sag, nee, Neckermann nicht direkt, sogar noch billiger. Naja, und von da ab schwiegen wir denn auf Deutsch weiter. Und dann konnte sie dann wohl plötzlich einfach nicht mehr an sich halten. Ich hatte dann die ganze Zeit schon gemerkt, was los ist. Sie, das hing doch zwischen uns in der Luft wie so ein Schwert des Stils da. Und sagte plötzlich mit diesem lieblichen Siamesenmund, ich liebe dich. Peng, ne? Also habe ich uns erstmal jeden eine Pulle Bier bestellt. Ich kann Ihnen ja ruhig die Wahrheit sagen. Ich habe wirklich einen Moment überlegt, ob ich das nicht hindeichseln könnte. Nicht? Vielleicht, dass man bei der Botschaft hier Bescheid sagt, man wäre verschollen. Ich wäre aus dem Kahn gefallen, hätte mir in Menam eine Desinfektion geholt. Aber was wird dann aus meiner Rente? Schließlich, ich habe die Jahre voll. Nicht? Wenn unsere Mama dann bloß den Witwenanteil kriegte, das täte mir aber auch ganz schön stinken. Nicht? Außerdem habe ich noch meinen Rückfahrschein. Nicht? Das findet man ja auch noch nicht so schnell einen für. Ja, und dann fielen mir meine Goldfische ein. Nicht? Und da wusste ich, dass ich eben doch 40 Jahre zu spät in dieser Kneipe gekommen war. Habe ich uns jeden noch ein Bier bestellt. Nicht? Und dann in den sauren Apfel der Wahrheit gebissen. Ich meine Situation ein bisschen verkasematuckert. Ich sag, du Mädel, ich bin dir auch sehr, sehr gut. Aber pass mal auf, wenn wir zwei unser Glück mit Gewalt vom Zaune brechen, wird es ein Unglück. Guck mal, du bist ja noch ein junges Blut. Ich bin zwar auch erst in meine besten Jahre, ist klar. Aber pass auf, ich bin schon gebunden. Es gibt schon
eine andere Frau in mein Leben. Besonders bei uns in der Küche. Deshalb lass uns lieber ein guter Freund bleiben. Da hast du mehr von, als wenn ich hinterher Heimweh krieg. Ach ja, ich weiß, das ist schwer, aber... Du, pass mal auf. Ich sag dir jetzt was. So was habe ich noch nie zu meiner Frau gesagt. Vergiss mich als Mann. Ich war nur ein schillernder Schmetterling, der einen Flügelschlag lang deine Blüte gestreift hat. Im Morgen trägt mich der Wind schon wieder bis zum Flughafen Düsseldorf. Und du hast doch noch alles vor dir. Sag mal, jeden Moment kann ein anderer kommen, vielleicht sogar schöner wie ich. Der wird dich dann auf Hände tragen. Ich könnte das sowieso nicht mehr mit meinem Auerhein-Schultergelenk. Ich glaube, das verstand die gar nicht richtig. Und da habe ich ihr das vorgespielt, was ich hier oben für Schmerzen hätte. Und da wollte doch dieses rührende Geschöpf gleich am Kneten fangen. Ich zeigte sich so auf der Brust. Ich sie könnte gut Massage. Da habe ich die Hände festgehalten. Ich sag, mach es mir nicht noch schwerer, Mädel. Ach Mann, ich habe wirklich keinen Krankenschein. Ach sie, da wurde sie ganz traurig in den Augen. Ich stand auf und setzte sie am Nebentisch. Ich wer weiß, was jetzt aus ihr wird. Nicht hoffentlich kommt sie über mich weg. Wie ich das allerdings schaffen soll, das weiß ich auch nicht. Gucken Sie mal, da sitzt sie. Nicht so schön wie diese kleine Porzellantänzerin, die bei unserer Oma am Radio steht. Die krieg ich nie wieder. So eine Chance. Und wenn ich morgen Abend zu Hause bin, dann hat unser Mama dann Essen nicht fertig, kein Bier in den Eisschrank, ist am Meckern über meine zerknautschte Hose, wenn sie den Koffer auspackt. Naja. Gut, bitte, ich hab mich entschieden als Mann, aber wie mein Leben jetzt weitergehen soll, ich weiß es wirklich nicht.